So, willkommen Leute zu einer neuen Folge. Und los geht's. Ja, da ist wohl ein bisschen was verbuggt. Da soll wohl dieses Tier drin sein. Goldtacking. So, oh. Babyhase, schwarz, erwachsen werden. Sehr schön, Level 5. Und zum Kauf von 100 Diamanten. Ja. Sehr schön. Und Werbung wieder. 30 plus 30 Euro. Geschenkgutschein. So, vier Freunde haben mich besucht. So, wir machen jetzt mal die Kassen leer, damit die Leute schon anfangen, wieder was zu kaufen. Das ist das Wichtigste zur Zeit. Und den Rest machen wir später. So. So, hier Gehege auf Stufe 3 verbessert. Und dort habe ich hier noch ein paar Verkaufsstände. Hier habe ich noch ein paar. Und das war's hier. Und es wurde ein neues Tier. So, die habe ich schon alle freigeschaltet. Da fehlt mir noch einiges. Und dann haben wir hier den Alpaka. Das neue Tier hier. So. Da wir bei dem Affen-Event machen, tun wir Affen züchten. Starten. Dann nur die Hasen züchten. So, dann tue ich lieber den einen Weibchen draus machen. So, wo sind die denn da? So, ein Weibchen, vier Männchen, mache ich ein Weibchen draus. Dann kann ich hier noch auf Stufen 3 verbessert. So. Jetzt kann ich meinen Hasen Stufe 6 probieren zu züchten. Start und dann tun wir hier gleich 25% hochgehen. Vielleicht habe ich Glück. So, was kann ich hier noch züchten? Hier. Versuche es mal die Pferde hier, weil ich möchte einen zweiten schwarzen haben. Start. Und dann probiere ich mal die Zebras hier an. Die klappen auch sehr gut. So, was gibt es in meinem Club? Neues. So, wir sind schon auf Stufe 2. Für alle offen, wer gerne rein möchte. So, wir machen sozusagen bei dem Affen-Event mit. So, da haben wir schon fleißig ein paar Äffchen abgegeben. Und wir sind zurzeit auf Platz 72. Das klingt doch ganz gut. Und ich weiß nicht, habe ich noch ein paar Äffchen? Nein, habe ich nicht. So, was ich noch vorhabe. Dann, da ich 49 Diamanten gesammelt habe, möchte ich diesen Platz hier freikaufen. Dankeschön. Den dann kann ich nämlich dieses Gehege und dieses Gehege dann hier reinsetzen. Dann habe ich ein bisschen Platz hier. So, hier kriegt Futter.
Noch ein bisschen Müll aufräumen. Sozusagen, ich habe noch eine Million, also ich könnte noch entscheiden, was ich machen soll. Entweder Unboxing oder neue Tiere oder soll ich mein Zoo vergrößern? Könnt euch noch entscheiden. Noch ist Zeit. So, sauber machen, Futter, dann kriegt ihr Futter. Ein kleiner Racker. So, dann haben wir hier noch ein bisschen aufräumen. Schade, dass ich nur den einen habe. Der sieht so schön aus. Hier habe ich endlich ein Wassergehege gekriegt. So, was gibt's noch Neues? So, dann hat die Zwillingszucht bei dem Goldfasan geklappt. Dann haben wir gleich zwei Stück gekriegt. Und dann, was habe ich noch gekriegt? So, meine Füchse sind erwachsen geworden. Obwohl der eine eigentlich rot war, aber als er erwachsen wurde, ist er schwarz geworden. Ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich hier noch eine weiße Ziege gekriegt. So. Panda-Zucht klappt auch nicht unbedingt sehr gut. Aber eins nach dem anderen. Hier ist mein besonderer V, der diese weiße Federn hat. Jetzt brauche ich nur noch so ein weißes Weibchen. So. Also die Schweine habe ich sozusagen, ja, habe ich schon Level 3 gezüchtet. Das geht eigentlich. So. Hier sind meine schwarzen Hasen. So, meine normalen sind hier. Die sind schon alle Stufe 10 hier. Ich weiß zwar, dass es noch weitergeht, aber bis jetzt noch kein Interesse daran, die noch höher zu züchten. Ich habe ja auch nur 4 Plätze hier freigeschaltet. Mal Diamanten kriegt man nicht so schnell. So, was gibt es hier Neues? So, und ich habe noch 3 Plätze freigeräumt, weil die anscheinend nicht mehr aktiv waren seit 3-4 Wochen. So. Ansonsten alles, was es zu kaufen gibt, habe ich schon gekauft und reingestellt. Ja, die Quest hier mit diesen Bananenteilen habe ich schon abgeschlossen. Ja, für das Rentier müssen wir wahrscheinlich dann bis nächstes Jahr warten, bis es vielleicht dieses Rentier wieder zu gewinnen gibt. So. Hier noch sauber machen.
So, meine Schildkröten sind fertig mit Essen. Jetzt liegen die wieder auf der faulen Haut. Aber am Ende des Monats werden die wahrscheinlich rauskommen ins Gehege. Und da mache ich dann wahrscheinlich noch ein kleines Video darüber, wie es denn so geht. Weil ich habe schon längere Zeit keine Videos darüber gemacht, aber es wird mal wieder Zeit, denke ich. So, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, dann räumen wir nur noch die ganzen Sachen. Die Teile sind sehr gut hier. Die gehen bis zu 2000. Aber wenn ich endlich mal die Sachen voll habe, dann werde ich diese hier, weil die geben 1000 und nehmen nicht so viel Platz ein wie die hier. Das wird wahrscheinlich zwei Stück voll. Zwei Stück wird wahrscheinlich auch 2000 sein. Die behalte ich auf jeden Fall. Aber die Teile, das ist auch Unsinn. Und diese Wasserfälle sind 1000-mal besser. Was war ich? Wasserfälle. Springbrunnen meine ich. Aber dieser Zoo-Spielplatz, das ist ja der totale Mist. Der nimmt so viel Platz ein und gibt nur 500. So, Blumengießen da. Geht mein PC an die Grenzen da. So, bald muss ich eine Quest kriegen, weil ich schon fast an der Hälfte der XP bin. So, meine Freunde besuche ich ja immer. Hier ist noch ein kleiner Tipp. Wenn man hier aufs kleine Herzchen geht, dann kann man gleich sehen, wann dich der Freund zuletzt besucht hat. Man muss sozusagen nicht hier rumlaufen und suchen und hier schauen. Es geht so viel einfacher. So, und kauft euch, also wer Geld ausgeben will für den Bulldozer, bitteschön, aber der ist ja sowas von sinnlos. Und die Funktion ist ja sowas von schlecht, dass man das eigentlich auch alles einzeln machen kann. Und man kann natürlich irgendwelche schönen Gebilde zusammenbauen und dann alles gleichzeitig verschieben. Das geht natürlich aber sonst in die Funktion. Weil ich habe schon meine hier die ganzen Pflanzen hier schon dreimal umgesetzt. Alles per Hand. Und das geht viel schneller als mit dem Bulldozer. Das Blöde ist ja auch, glaube ich, bei dem, dass du hier dich nicht weiterschieben kannst, sozusagen. Du kannst nur eine gewisse Menge machen. Der Bildschirm lässt sich nicht verschieben, das ist das Problem. Das ist auch Mist, wenn das so weg damit. So. Ja, man sieht, wie das leckt. Das war wahrscheinlich der Nachteil, wenn man so viele Pflanzen an einem Ort hat. Gießen wir das noch zu Ende und dann. Also wer Lust hat, kann mich abonnieren oder schreibt einfach in die Kommentare, was ich demnächst so machen soll. Wie gesagt, ich habe 1 Million
Dafür könnte ich mir eine Menge seltener Truhen kaufen. Oder dann haben wir hier noch Tiere, die ich noch einziehen kann. Hier der Polarfuchs oder der Wolf. Oder ich vergrößere meine Zoo. Ich weiß nicht, welche ich kaufen kann. Den kann ich kaufen. Also schreibt ruhig in die Kommentare, zu was ihr Lust habt. Ich bin für alles offen. So, dann mache ich das noch zu Ende und dann verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns vielleicht das nächste Mal. So, fertig. So, hier noch ein bisschen was. So, mein Zeug ist wieder aufgeräumt. So, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.